Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video gibt es einen Try-on-Haul-Haul. Es hat sich wieder einiges angefangen. Eigentlich müsste ich, glaube ich, 4 bis 5 Videos die Woche machen, um am Ball zu bleiben. Weil eigentlich dachte ich in letzter Zeit, ich bin ziemlich konstant und trotzdem habe ich noch so viele Sachen hier, die ich noch gar nicht gezeigt habe. Ich muss mal sehen, wenn es euch langweilt mit dem neuen Make-up und ich mal andere Videos machen soll, wie zum Beispiel Rankings oder einen bestimmten Look schminken, mein Everyday-Make-up oder solche Geschichten, dann sagt mir das gerne. Ansonsten bin ich immer so am, ach ja, das wollte ich noch zeigen und das wollte ich noch zeigen und arbeite das so nach und nach ab. Dann geht's aber jetzt los mit dem Haul. Ich fange mal an mit so ein bisschen random Sachen und zwar habe ich mir von Kérastase die Marke oder die Haarpflegemarke mag ich richtig gerne. Ich habe mir da ein für mich neues Set, Chronologist nennt sich das, gekauft. Das hat sich gut angehört, so ein bisschen Anti-Aging für die Haare. Und da habe ich einmal die Maske, das Shampoo dazu, das habe ich in so einem Set gekauft. Ich habe jetzt die Preise nicht alle im Kopf. Ich versuche natürlich alles zu verlinken und dann habe ich mir nochmal das Serum gekauft. Da freue ich mich, das auszuprobieren. Haarprodukte, da gehe ich ziemlich schnell durch und ich wechsle auch immer. Also ich habe kein Haarprodukt, wo ich sage, okay, das benutze ich jedes Mal. Also ich habe mehrere Shampoos und Conditioner und was nicht alles in meinem Bad stehen und nehme im Prinzip fast für jede Haarwäsche was anderes. Von Kérastase ist mir gerade eine Reihe ausgegangen, deswegen dachte ich, okay, da kommt jetzt mal was Neues mit, da bin ich sehr gespannt. Das nächste, was ich mir gekauft habe, ist ein Tool, ein Schönheitstool sozusagen. Mit sowas bekommt man mich ja auch immer und zwar von Nuja. So sieht das von außen aus, das Gerät. Das ist ein Radiofrequenzgerät und das kommt hier sehr schön aufgemacht in so einer Box und da ist auch so ein Guide dabei, wie man es benutzen soll. Leider habe ich noch nicht rausgefunden, wie die App klappt. Also es gibt wohl auch noch eine App dazu. Das Gerät habe ich jetzt bei Current Body in England bestellt und wenn ich das einscanne hier für die App, dann wird mir angezeigt, dass es nicht auffindbar ist. Jetzt kann das natürlich sein, dass das in Deutschland nicht geht. Aber YouTube sei Dank habe ich eine andere Review gesehen, wie man das am besten benutzt. Das gibt es auch wohl schon länger auf dem Markt. Da gibt es auch mehrere Modelle. Da war auch noch so ein anderes, was mich sehr interessiert. Aber ich habe gedacht, ich fange mal mit diesem hier an. Das Gerät an sich sieht so aus. Also das ist auch mit einem Kabel. Man muss das auch, also dieses hier jetzt mit Kabel verwenden. Es gibt auch noch eine kabellose Alternative, aber die hätte dann, ich glaube, so rund 100 Euro mehr gekostet. Und das Kabel ist so lang, dass es mir diese 100 Euro nicht wert war. Und dann hat man hier praktisch die Auflagefläche. Und die Auflagefläche, da packt man dieses Kontakt. Gel mit drauf. Also solche Geräte brauchen immer irgend so einen Kontaktstoff. Ich habe so ein Microcurrent, also mit Mikrostrom so ein Gerät. Das braucht ja auch so ein Gel und genauso ist das auch mit diesem hier. Das braucht ein Gel und dann kann man da verschiedene Areale von seinem Gesicht behandeln. Also sie empfehlen, dass man, also ein Intervall geht immer 4 Minuten. Das ist also etwas zeitintensiv, dauert circa eine halbe Stunde. Man macht einmal hier so 4 Minuten, einmal hier 4 Minuten, hier unten, dasselbe auf der anderen Seite. Und ich habe dann nochmal jeweils die Stirn 4 Minuten gemacht. Also ich habe das heute zum ersten Mal verwendet und das wird sehr warm. Man hat 2 Stufen. Es wird natürlich empfohlen, es auf die höchste Stufe zu stellen. Ich komme damit sehr gut klar. Und das Wichtige ist, dass man es halt bewegt. Und diese Radiofrequenz soll über Zeit bewirken, dass mehr Kollagen gebildet wird. Und ja, ich bin mal gespannt. Also die ersten 30 Tage soll man es 5-mal die Woche verwenden und danach kann man es reduzieren auf 2- bis 3-mal die Woche, um dann das Ergebnis zu halten. Ich werde für all die Leute, die sowas
interessiert, ein Video zu machen. Also ich habe heute vorher Bilder gemacht und fange jetzt an, das 30 Tage zu testen und werde dann in 30 Tagen eine Review machen mit den Ergebnissen hinterher. Ich finde so neue Geräte immer sehr spannend. Ich liebe ja meine LED-Maske und ich habe noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne benutze. Und ja, das war jetzt was, das habe ich irgendwo gesehen, mich da so ein bisschen eingelesen und habe gedacht, okay, das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann, was ich mir noch gekauft habe, ich habe ja hier hinten von Ray Morris so ein Pinselset oder mir mehrere Pinsel gekauft, was ich da toll finde. Die haben so verschiedene, also es gibt einmal dieses Rechteck oder auch es gibt Metallplatten und die Pinsel haben alle einen Magnet, sodass man die, ja, also wie man das möchte, hinhängen kann oder hinstellen kann, quer, oben, unten. Sehr schön. Also da finde ich die Idee schon klasse. Das sind jetzt in dem Fall synthetische Pinsel. Ich glaube, bis auf der hier, das ist noch ein Echthaar. Also früher hatten die Echthaarpinsel, haben aber umgestellt auf synthetisch. Da bin ich noch am Testen, weil mir das aber so gut gefallen hat, auch so von der Idee her zum Verstauen oder wenn man sie wäscht, dann kann man sie über Kopf aufhängen. Das finde ich wunderbar. Das ganze Set hier hinten, das habe ich bei Space NK gekauft. Das ist ein Shop, den ich im Moment sehr liebe. Und da gab es jetzt wieder mal 20%, also da warte ich immer, bis es irgendwelche Rabatte gibt. Und dann habe ich mir das Travel Set gekauft und das finde ich super. Also das sieht erstmal so aus. Das ist Lederimitat, fühlt sich gut an und dann kann man das aufklappen, klappt sich komplett auf. Und dann hat man hier drin ähnliche Pinsel oder die gleichen als Reisegröße. Das war so ein Set, was ich mir genau so gekauft habe und fand das so süß. Und dann, was eine tolle Idee auch zum Reisen. Erstens hat man das in dieser Box perfekt aufbewahrt, sodass einem die Haare nicht irgendwie komisch abknicken. Und dann hat man alle Pinsel dabei. Der Stiel ist natürlich entsprechend klein. Also das ist jetzt nichts, wo ich mich jeden Tag mit schminken wollen würde, weil dann der Stiel doch so ein bisschen klein ist, gerade jetzt bei dem größeren Pinsel. Ich finde, bei den Lidschattenpinsel, da geht das noch. Aber zum Verreisen finde ich das eine, ja, grandiose Idee. Deswegen musste das auch noch mit. Ich werde auch die in dem Zuge gleich mit testen, ob die sich qualitätsmäßig irgendwie unterscheiden. Aber so vom Anfühlen merke ich dann nichts. Also der Pinselkopf an sich von den Pinsel ist auch die Originalgröße. Nur ist der Stiel einfach um gut zwei Drittel verkürzt. Und man kann die aber hier auch wie bei den anderen auch über Kopf. Und die Magneten, also die sind schon auch ziemlich stark. Das sind jetzt nicht so ganz leichte Magnete. Das klappt sehr gut und die Idee hat mich völlig begeistert. Das nächste Produkt, das wird auch das erste sein, was ich ausprobiere. Das ist von Keys Soul Care. Das ist von Alicia Keys, die Skincare-Marke bisher. Sie haben jetzt auch Blushes rausgebracht. Das fand ich insofern ein bisschen spannend, weil Alicia Keys ja vor Jahren mal gesagt hat, also sie sackt dem Make-up ab und sie möchte sich da diesen Zwängen nicht unterwerfen und sie findet sich so schön und sie trägt kein Make-up mehr. Dann hat sie ihre Skincare-Linie rausgebracht und jetzt hat sie gesagt, ja, so ein bisschen Make-up und findet sie doch ganz gut oder das möchte sie wieder mit integrieren in ihren Alltag und hat jetzt auch so ein paar Produkte, ich glaube Lippenstifte und Blushes, rausgebracht. Da bin ich mir dann immer nicht so sicher. Ist das jetzt einfach, weil die gemerkt haben, okay, man könnte mit Make-up auch noch Geld machen und dann muss sie das jetzt tragen oder vielleicht hat sie auch für sich gemerkt, okay, so ganz radikal, dass man sagt, nie mehr Make-up und Make-up ist ja vielleicht auch nichts Verkehrtes, sondern das macht Spaß und es ist auch einfach schön und deswegen hat sie es gegründet. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass es aber neues Make-up ist, interessiert es mich natürlich generell. Deswegen habe ich mir die Blushes bestellt. Die dauern aber, glaube ich, noch ein bisschen, bis die da sind. Und das Serum, das ist irgendwie auf TikTok viral gegangen. Das heißt Let Me Glow Illuminating Serum. Und lustigerweise ist es in den USA überall ausverkauft. Bei uns bekommt man es aber. Also ich habe es bei Douglas bestellt. Das ist auch kein neues Produkt dann anscheinend. Aber auch ich bin jetzt durch TikTok drauf aufmerksam geworden. Das kommt hier in einer Glasflasche, das sieht ganz nett aus, mit einem Pumpspender.
Guck mal, ob irgendwas Besonderes dazu steht. Also das soll wohl ein hydratisierender Primer / Serum sein mit einem leichten goldenen Tint. Also es ist eingefärbt so ein bisschen für alle Hauttöne. Es soll aufhellen, Haut voller aussehen lassen und auch smooth, verfeinerndes Hautbild geben. Und man kann das alleine oder unter Make-up tragen. Ich gebe mir mal einen Pump. Ja, das sieht so ein bisschen orange aus, also so ganz leicht so Aprikosenfarben. Wenn ich das so verstreiche auf meiner Hand, sieht das erstmal so aus. Ich gebe das mal auf die Seite von meinem Gesicht. Es hat so einen angenehmen, frischen Geruch. Sie schreiben, es ist eine clean Formulierung, wobei das Wort clean ja nicht geschützt ist. Da gebe ich immer nicht ganz so viel drauf. Es ist vegan, cruelty-free, von Dermatologen getestet. Fühlt sich ganz gut an auf der Haut, fühlt sich sehr leicht an, nicht klebrig, fühlt sich tatsächlich an wie ein Serum. Vielleicht so ein bisschen dicker von der Konsistenz. Und dann wäre das jetzt die Seite mit dem Serum und das die Seite ohne. Ich habe euch mal wieder ein bisschen näher rangeholt. Also was ich schon finde im ersten Moment jetzt, dass es Feuchtigkeit gibt. Ich habe auch das Gefühl... Ist das so? Naja, wenn ich so schaue, meine Rötungen sind schon noch da. Smoothing finde ich jetzt nicht. Also es gibt einen schönen Glanz und es gibt sehr schön Feuchtigkeit. Es fühlt sich sehr gut an. Fühlt sich an wie ein Pflegeserum. Das mag ich ganz gerne. Ich gebe es nochmal auf die andere Seite. Und ja, natürlich kann man das wahrscheinlich auch alleine tragen, wie jede Hautpflege auch. Ich glaube, also so, auch wenn ich auf der Hand sehe, da sehe ich es jetzt nochmal besser, dass das schon einen ordentlichen Glanz gibt. Ich glaube, mir wäre das jetzt alleine fast zu viel. Also es wäre mir zu viel Glanz. Wenn ich jetzt kein Make-up trage, dann trage ich auch nicht solche Produkte. Dann vielleicht eher was, was so ein bisschen auch meine Rötung ausgleicht. Aber an sich, erster Moment, fühlt sich ganz gut an. Das kommt jetzt wieder in die Kiste von den Sachen, die ich jetzt die nächsten Wochen testen werde. Dann kommen wir als nächstes zu Sachen, die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist einmal von Clé de Peau die Radiant Cream Foundation. Also die kam vielleicht schon mal in einem Haul. Da bin ich mir nicht sicher. Die habe ich auch schon was länger, aber ich wollte sie einfach mal vom Auftrag zeigen, damit man es mal gesehen hat. Das ist jetzt die Farbe O10. Die kommt auch, also die ist ziemlich teuer, soweit ich das in Erinnerung habe. Und die hat jetzt nur 21 Milliliter enthalten. Und das ist, ja, wie es der Name schon sagt, eine Creme Foundation. Die fühlt sich auch sehr cremig an. Die hat eine ganz gute Deckkraft. Ich gebe die mal hier auf die Seite von meinem Gesicht und nehme den Ray Morris Pinsel. Und da sieht man schon, wie gut da die Abdeckung ist. Und das ist jetzt eine mit so einem natürlichen Finish. Also das ist keine matte Foundation, aber jetzt auch nicht ganz so glowig, dass ich sage, okay, man sieht da irgendwie speckig mit aus. Am Anfang war ich nicht so ganz angetan von ihr. Da dachte ich mir, das wäre mir zu viel an Abdeckung. Muss aber sagen, dass ich jetzt in letzter Zeit die ein paar Mal getragen habe, noch nicht ausreichend genug, um mir so eine komplette Meinung gebildet zu haben. Da habe ich im Moment einfach zu viel. Aber ich muss sagen, wenn ich vorsichtig bin und nicht ganz so viel Produkt verwende, ich glaube, am Anfang habe ich einfach zu viel Produkt verwendet, dann gefällt sie mir doch ganz gut. Also sie sitzt schön auf der Haut, sie ist schön pflegend. So, das ist jetzt die Seite mit einer leichten Schicht. Da macht sie einen guten Job. Ich baue jetzt hier nur noch mal an meinen Rötungen ein bisschen auf. Dann sieht das so aus. Das ist einmal ohne und das ist einmal mit. Ich habe mal wieder mein Licht etwas runtergedreht, damit ich nicht ganz so ausgewaschen aussehe. Im ersten Moment hat es mir, wie gesagt, nicht gefallen. Und dann im zweiten, dritten, wenn ich nicht ganz so viel verwende, hat es mir dann doch ganz gut gefallen.
Die werde ich noch mal ein bisschen weiter testen müssen, auch im Gegensatz zu meinem Holy Grail, wie sie da abschneidet. Ich muss die dann immer einmal beide nebeneinander auftragen, um dann wirklich sehen zu können, okay, wo sind die Unterschiede, wie verhalten sie sich den Tag über, und dann werde ich da sicherlich mal was zu sagen. Deswegen ist es bei gerade Foundations auch immer so wichtig, also ich mache ja auch immer gerne mal so eine First Impression, aber das ist eine First Impression, also da hatte ich halt gerade bei so Produkten fürs Gesicht, Foundations, Primer, Concealer und so, da passiert es dann schon regelmäßig, dass sich meine Meinung ändert oder ich Besonderheiten feststelle, dass ich sage, okay, die klappt nur so oder die klappt nur so. Und das war genau bei der hier jetzt auch der Fall. Mal gucken, wie die nächsten Wochen so laufen. Was ich mir auch gekauft habe, und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es nun mal gezeigt habe oder nun mal drüber gesprochen habe, und zwar von La Mer, die Foundation, The Soft Fluid Long Wear Foundation. Die gibt es ja schon Ewigkeiten auf dem Markt und ich hatte sie nie, lustigerweise. Also ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kam da immer was anderes. Und jetzt dachte ich aber trotzdem, ich möchte die mal für mich selbst ausprobieren. Die kommt in einer schönen Glasflasche. Vom Preisniveau geben die beiden sich nicht viel. Das Schöne ist immer bei Sachen, wenn sie länger auf dem Markt sind. Ich konnte die mit Rabatt shoppen und habe mir als erstes direkt völlig die falsche Farbe bestellt. Und zwar habe ich einmal hier die Farbe 220 Natural. Und die sieht so aus. Und dann habe ich mir als Ausgleich die 100 Porzellan gekauft. Und das Lustige ist, dass die Porzellan sehr viel flüssiger ist als die andere. Ich hoffe, die sind beide noch gut. Also wie gesagt, ich hatte die beide im Sale gekauft. Und so sehen die beiden einzeln aus. Und ich mische mir die einfach. Dann sieht das so aus und da kommen wir der Sache schon näher. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr sogar von dem Porzellan reinmachen können, gerade weil die Clé de Peau ein bisschen heller ist. Aber die Farbe, so jetzt gemischt, sieht ganz gut aus. Die hat einen Geruch. Ich hoffe, ich habe kein altes Produkt bekommen. Also es riecht schon, als wäre es einfach ein parfümiertes Produkt. Aber so ein bisschen was Strenges ist da noch mit drin. Und dann nehme ich hier mal von Sonia Chi den Pinsel und verteile die mal. Das wird aber auch eine sein. Ich habe die einmal kurz getragen, aber auch erst einmal. Da habe ich mir im Prinzip noch gar keine Meinung zugebildet. Ich wollte nur mal sehen, von den Farben her, dass mit dem Mischen klappt. Das ist jetzt nicht das Ideal. Das ist einfach ein Schritt, den ich mir im Normalfall gerne spare, aber ich konnte die andere nicht mehr zurückschicken und ja, die war dann doch so dunkel, man bekommt es irgendwie zum Arbeiten, aber dafür ist sie einfach zu hochpreisig, deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt hole ich mir noch die andere Farbe dazu. Dann ist es auf jeden Fall um einiges passender. Und so vom ersten Auftrag fühlt sie sich sehr schön an. Also die fühlt sich nicht schwer an auf der Haut. Die macht ein sehr schönes Hautbild. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hatte ja beide vorher schon mal benutzt, dass die sich über diesen Primer nicht ganz so gut auftragen lassen. Also ich habe das Gefühl, da schwimmen meine Foundations so ein bisschen darüber hinweg. Hatte ich bei der auch gerade schon gedacht. Aber jetzt hier bei der fällt es mir auch so ein bisschen auf. Dann könnte das auch an dem Primer liegen. Das muss ich dann auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Mit Foundations, die ich wirklich sehr gut kenne. Und dann ist das jetzt die Seite mit der La Mer Foundation. Ich finde, von der Deckkraft sind die beiden sehr ähnlich. Deswegen habe ich die heute auch in dieses Video genommen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann ein ziemlich ebenmäßiges Ergebnis erzielen. Und ich glaube, so auf der Haut, da sieht man jetzt gar keinen Unterschied. Also beide, auch die La Mer, macht erstmal einen sehr schönen Eindruck. Bis auf der für mich etwas komische Geruch. Ansonsten sehr pflegend. Also die La Mer gefällt mir im ersten Moment auch gut. Die muss ich aber noch mal einige Wochen tragen. Also auch bei dem einmal, als ich die getragen habe, auch die von Clé de Peau, war die Haltbarkeit auch sehr gut. Also da hatte ich nichts zu bemängeln. Aber das sind alles noch keine ganz so aussagekräftigen Aussagen. Dann kommen wir als nächstes zu Concealern. Ich glaube, ich habe gerade in meinem letzten Video gesagt, dass ich nicht so viele Concealer habe und deswegen
deswegen den von Macreen Actives mal 30 Tage am Stück testen kann. Und jetzt habe ich hier 4 neue Concealer liegen. Das ist tatsächlich immer so eine Sache. Das wird jetzt auch schwierig werden, um mal die Benefits zu sehen. Was soll ich sagen? Ich schaue auch sehr viel YouTube-Videos. Gerade wenn ich irgendwie so Steuersachen mache, läuft bei mir eigentlich immer YouTube nebenbei. Und immer wenn ich dann sowas mitbekomme und es schwärmt jemand von etwas ganz besonders, dann werde ich immer geinfluenced und ich muss mir das dann holen. Und zwar hat, ich weiß gar nicht, Ellie Glines, also ich werde da wahrscheinlich zu diesen Produkten auch mal wieder ein Video machen, zu den Sachen, die ich mir gekauft habe, weil die andere so toll finden. Und zwar ist das von Rodial oder Rodial, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, den Banana Lowlighter. Den gibt es in 2 Farben, auch nochmal in so einer peachigen Farbe, und das soll so ein aufhellender Concealer sein, also Complexion Enhancer, sagen die, Lit from Within, also der sieht so aufgetragen aus, hat eine schöne Formulierung, ziemlich leicht von der Formulierung, der fühlt sich vielversprechend an, sage ich jetzt mal, und ja, den kann man auch so zum Highlighten verwenden, wie viele ihre Concealer verwenden, nochmal hier am Kinn oder oben an der Stirn. Und ja, das soll ein sehr schöner sein, der sich dann auch nicht in Falten absetzt und dem Auge gut tut. Also Ellie Glines hat da geschwärmt, deswegen musste der mit. Und dann musste ich mir auch von Tarte den C Power Flex Concealer mitnehmen. Ich hatte eh bei Tarte bestellt. Und ich glaube, Jenny von Jenny's Highlights hatte den schon öfter erwähnt. Und dann habe ich den noch bei irgendjemand anders gesehen. Und dann dachte ich, der muss auch mit. Und den habe ich in der Farbe Light Beige. Der sieht so ein bisschen peachiger aus. Also der Banana war so ein bisschen gelblicher. Den habe ich jetzt so gut verteilt, dass man fast nicht mehr sieht. Und das ist jetzt die Light Beige Farbe von Tarte. Da bin ich mal gespannt. Von der Konsistenz fühlt er sich auch leicht an, auch pflegend, aber wenn ich jetzt sehe bei diesem Banana, da ist meine Haut so total, also meine Haut auf der Hand, richtig fein geworden. Das ist jetzt bei dem Tarte im ersten Moment vom Swatchen nicht der Fall. Die werde ich aber nochmal richtig ausprobieren. Dann habe ich mir mitgenommen von Lila B. Da weiß ich jetzt nicht, wie ich drauf kam. Das habe ich gesehen und irgendwie hat es mich interessiert. Und das ist ein Virtuous Veil Concealer and Eye Primer. Also ein Concealer und Augenprimer. Der kommt in dieser Verpackung. Und wenn man das aufmacht, hat man hier dieses Mini-Ding, muss man schon sagen. Lustig finde ich, dass sie den Spruch drin haben, with less, you are more. Das ist ziemlich schwer, die klassische Lila B-Verpackung. Man kann den dann so aufdrehen. Und dann ist hier das Produkt, den habe ich in der Farbe Graceful. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, das ist die Farbe. Und ja, das soll ein Concealer und ein Augenprimer sein. Und das fand ich dann spannend. Der ist erstmal so ein bisschen dicker von der Konsistenz. Also es ist halt so ein richtiges Creme-Produkt. Aber lässt sich dann auch schön ausblenden. Wie der als Concealer ist, weiß ich nicht. Wir probieren es mal aus. Ich gebe den mal hier unter das Auge drunter und auch nur ganz wenig. Ich finde so Creme-Produkte, die tragen sich ja immer sehr gut mit dem Finger auf. Auch so Stick-Concealer, weil durch die Wärme in den Fingern, dann werden die so ein bisschen ja, leichter zu verteilen, einfach cremiger. Deswegen mache ich das immer ganz gerne oder gehe erst mit dem Pinsel rein und dann aber nochmal mit dem Finger drüber. Die Farbe ist so ganz gut. Das ist jetzt nicht so ganz aufhellend von der Farbe her. Ich gebe den auch mal auf mein Augenlid. Auch hier auf das andere Auge. Ja, ich würde sagen, er hat so eine leichte Abdeckung. Also mehr nicht. Also hier habe ich immer so ein bisschen Augenschatten. Den sehe ich schon noch. Man könnte ihn wahrscheinlich ein bisschen aufbauen, aber das möchte ich bei dieser cremigen Textur nicht, weil ich schon merke, dass er sich hier in diese Linien natürlich direkt reinsetzt. Und als Augenprimer werden wir es dann noch sehen, wie er sich macht. Ich habe dann auch noch von Guerlain den Precious Light Illuminator.
Das ist auch ein Concealer und also ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Es stand da neu, aber bei Guerlain auf der Seite steht da immer ganz oft ganz lange neu und die Sachen gibt es schon ewig. Also ich kannte den aber bisher noch nicht. Der kommt hier mit so einem Pinsel und hier unten zum Drehen. Ich habe die Farbe 00. Den gibt es auch in mehreren Farben. Der hat auch so ein bisschen peachigen, rosigen Unterton. Und das mag ich ja für meine Partie unter den Augen am liebsten, um jetzt da kein Produkt zu verschwenden. Nehme ich das mal mit meinem Angie Hot and Flashy Pinsel hier auf. Gebe das mal unter das Auge, was sofort auffällt, dass der so ein bisschen Strahlkraft mit drin hat. Also der andere von Lila B, der war ziemlich matt und der ist auch nochmal von der Farbe durch das Peachige. Jetzt gebe ich doch mal noch ein bisschen mehr hier rein. Hat der auf jeden Fall nochmal einen aufhellenderen Effekt als jetzt die Seite. Also von der Farbe gefällt mir der Guerlain im ersten Moment besser. Ansonsten von der Deckkraft ist der von Guerlain auch eine leichte Deckkraft. Ich glaube, auch da bekommt man mit dem von Lila B ein bisschen mehr Deckkraft hin. Dafür habe ich das Gefühl, dass sich der von Lila B ein bisschen stärker in meine Falten setzt. Das muss ich aber ausprobieren. Das sind Concealer-Produkte. Erster Moment zumindest welche, wo ich sage, die werde ich gerne weiter benutzen. Aber jetzt keine, beides keine, die mich jetzt völlig von den Socken hauen. Dann habe ich mir von Givenchy, das ist auch so ein TikTok-Ding. Also bei TikTok ist gerade dieses Loose Prisme Libre Powder von Givenchy, das es ja schon seit Jahren gibt, sehr gehypt. Und da hat Givenchy jetzt ein gepresstes Powder rausgebracht. Prisme Libre Pressed Powder, Mattifying and Blurring Setting Powder. Und ich habe falsch bestellt und habe mir aus Versehen zwei bestellt. Ich packe mir immer alles in Warenkorb und dann, wenn ich sie so untereinander sehe, dann entscheide ich mich, welches möchte ich denn jetzt mitnehmen. Und das habe ich jetzt vergessen und deswegen habe ich zwei. Naja. Ich habe einmal die Farbe 1, Musselin Pastell. Das sieht so aus. Also das Compact, das ist so ganz schön gemacht. Das ist Plastik. Hier oben ist das fast so ein bisschen wie so ein Lederimitat mit dem Givenchy Zeichen drauf. Vom Detail her schon ganz schön. Hier vorne hat man auch nochmal das Givenchy Zeichen. Dann kann man das aufmachen. Also man drückt das hier. Das ist ein Klickverschluss. Und wenn man das aufmacht, dann öffnet sich das erstmal so dreiteilig. Also man hat hier nochmal einen Pinsel mit dabei, der ziemlich fest da drin sitzt. Also da muss ich richtig an den Haaren ziehen, um den rauszubekommen. Ja, so diese üblichen Pinsel, wenn man mal gar nichts anderes hat, geht das. Dann hat man hier oben einen Spiegel und wenn man das dann hochklappt, das Puder. Das finde ich nicht ganz so angenehm für mich, weil wenn ich ins Puder reingehe und den Spiegel benutzen will, muss ich das jedes Mal wieder nach unten klappen. Also da mag ich es fast lieber, wenn die Pinsel unten mit drin sind. Also das ist zwar schön gemacht, aber für mich nicht ganz so praktikabel, weil jetzt ist der Spiegel, ja, wenn ich das Puder zeigen will, ist einfach der Spiegel verdeckt. Das wäre jetzt die Nummer 1 mit den typischen vier Farben, jetzt nur in gepresster Version. Ich finde, ja, aufmachungstechnisch hier auch mit der Einprägung wunderschön. Und dann habe ich noch die Farbe 2. Und da sieht man dann schon, da ist jetzt dann mehr Pink und Orange und Gelb drin, während die hier doch sehr kühl ist. Puder swatchen ist ja immer etwas schwierig. Ich versuche es aber trotzdem und ich gehe einmal hier so komplett in alle rein. Was ich finde, also das ist sehr hart gepresst, auch wenn ich hier reingehe. Also ich habe keinerlei Puder-Kickback, aber ich habe auch kaum was auf dem Finger. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich dann was auf den Pinsel bekomme. Also das ist jetzt die Farbe 2. Gemischt. Mal gucken, ob man da jetzt einen Unterschied sieht. Und das ist die Farbe 1 gemischt. Doch, da sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Also 1 ist fast ist weiß im Prinzip. Sehr weiß. Und die Nummer 2 ist dann doch mit einem Hauch von Orange mit dabei oder Rosé, ein Tacken dunkler. Ich kann jetzt mal zum Vergleich, ich habe
die Farbe 2 in dem losen Puder. Da bekommt man halt leichter mehr Produkt direkt auf dem Finger, weil man halt hier das lose Puder hat. Und dann ist das jetzt die 2 mit dem losen Puder. Vom Anfühlen kann ich, also wenn ich die jetzt hier verstreiche, leider, man sieht die dann auf der Hand nicht mehr, kann ich keinen Unterschied feststellen. Was man sagen muss, ich habe das Puder ja auch noch nicht so lange in meiner Sammlung, aber es ist schon eins der Puder, die ein sehr schönes Hautgefühl geben. Also hier meine Hand, die fühlt sich jetzt ganz seidig, ganz glatt an. Sehr schön. Also vom Hautgefühl sind die Puder toll. Also ich kann den Hype schon ein bisschen verstehen. Und dann probiere ich doch jetzt mal einfach die Nummer 1 unter den Augen aus. Ich nehme hierfür den Designer Pro von Sonia Chi und bin jetzt zweimal rein und habe jetzt doch ganz ordentlich Produkt. Dann klappe ich mir das wieder runter und gebe das mal hier hin. Was ich auch immer finde, dass dieses Givenchy Puder sehr gut auch klappt, mit so einem Puff so einzudrücken. Das blurrt dann doch noch mal mehr. Also von der Farbe her passt das unter den Augen ganz gut. Das gibt dann auch einen aufhellenden Effekt. Aber ja, also Linien verfeinert ist es jetzt unter den Augen nicht unbedingt. Und der Concealer von Lila B, der bricht mir schon richtig auseinander. Und dann gehe ich jetzt mit einem großen fluffigen Pinsel hier rein. Also mit dem Pinsel geht es tatsächlich sogar besser als mit dem Finger. Aber jetzt auf dem Pinsel, auf dem hier, habe ich jetzt auch nicht ganz so viel. Und gebe mir das mal hier so übers ganze Gesicht. Also das Mattierende sehe ich sofort, aber es macht schon ein sehr schönes Hautbild. Vielversprechend. Also ich denke, dass das ähnlich ist wie das lose Puder. Ich glaube, dadurch, durch die gepresste Version, kann man es einfacher dosieren. Ich liebe gepresste Puder. Die sind für mich einfach schneller zu verwenden. Macht im ersten Moment einen sehr schönen Eindruck. Werde ich weiter testen, wenn die genauso gut sind wie jetzt das lose Puder, dann bin ich auf jeden Fall mehr ein Freund von den gepressten Pudern. Was ich finde, ich muss jetzt noch mal schauen, wie das mit der Dosierung klappt. Also bei dem hier ist eher die Tendenz, dass man durch diese, ja, pudrige Form eher zu viel auf dem Pinsel bekommt. Und bei dem hier bin ich mir aber nicht sicher, weil das so fest gepresst ist, ob mir das dann nicht zu wenig ist und ich dann einfach zu oft hin und her gehen muss. Oder ob ich bei dem hier mit den Pinseln schauen muss, dass ich da halt Pinsel nehme, die so ein bisschen mehr Produkt aufgreifen. Was ich noch habe, das habe ich auch schon länger, ich glaube, ich habe es hier noch gar nicht gezeigt, von Adept Cosmetics, meine erste Palette. Und zwar ist das die Kooperation mit Heather Austin. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also in letzter Zeit, ihr werdet es auch gleich sehen, habe ich auch von ein paar Indie-Marken mir Make-up bestellt, weil mich das dann auch immer interessiert. Und manchmal finde ich, ja, machen so spaßige Looks, wo man ja so richtig knallige Schimmerfarben hat, auch richtig Spaß. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich mal so eine Reihe und streue mal zwischendrin immer mal so ein Video mit Marken, also mit Indie-Marken mit ein. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, was so meinen Kanal ausmacht. Aber zwischendrin, also ich liebe ja ziemlich jedes Make-up und so Indie-Make-up. Wenn das dann sparkelt und funkelt, dann catcht mich das. Und Adept Cosmetics, von da habe ich von der Lidschattenqualität einfach schon so viel Gutes gehört. Und auch die Schimmerqualität, das war jetzt hier der Ton. Und das ist so ein Duochrome Passport. Sehr schön. Also das gefällt mir richtig gut. Die macht vom Swatchen her, und ich habe einen Look mal mitgeschminkt, einen sehr schönen Eindruck. Und dann, wenn wir bei Indie sind, das sind halt leider immer, dadurch, dass ich fast nur amerikanische YouTuber schaue, bekomme ich da halt auch viel Inspiration von Marken, die es dann halt in Amerika gibt. Und dann ist das immer ein bisschen teuer. Zum
nach Deutschland schicken, aber ich konnte nicht widerstehen. Und zwar habe ich gesehen, dass WhatsApp Beauty Pinsel hat. Und zwar auch wohl handgemachte Ziegenhaarpinsel, die sehr gut sein sollen. Und da konnte ich nicht widerstehen und habe mir das Set bestellt. Das sind Augenpinsel, 6 Stück. Mal gucken, ob ich die alle zeigen kann. Ich habe die noch gar nicht richtig ausgepackt. Und zwar sehen die einmal alle so aus. Ein sehr schönes Set, wie ich finde, von den Pinselgrößen. Fühlen sich erstmal so ganz gut an. Ich nehme mal einen hier raus und versau den mir natürlich direkt. Und da ist der Stiel so pink, dann hier schwarz und die Haare, die fühlen sich super zart an. Das ist sehr schön. Pinsel, da bin ich ja auch immer ein Fan von. Und deswegen dachte ich, die müssen mit. Die sind auch ganz toll verpackt. Also die haben hier ihre eigene Behausung sozusagen aus so einem Hartschaum. Gefällt mir richtig gut und fühlen sich sehr schön an. Und dem Zuge habe ich mir gedacht, okay, die haben auch noch 2 Paletten, 2 so kleine Paletten. Die nehme ich mir auch mal mit, dann kann ich auch die Lidschattenqualität mal testen. Und zwar ist die ältere Palette Monsoon, heißt die. Wunderschöne Verpackung, das gefällt mir sehr gut. Die haben auch sonst so Nagellacke, also sie haben gar nicht so viel Make-up, aber die Palette haben sie, die hat eine sehr schöne, sehr handliche Größe. Da konnte ich nicht widerstehen und das ist das Innenleben und da finde ich auch, ja, die Farben sehr schön, so ein bisschen kühlere Farben, so was lila und ja, einfach eine sehr spannende Farbzusammenstellung. Und die neue Palette, die jetzt gerade rauskam, heißt Geodes und die sieht von außen so aus. Auch sehr schön gemacht. Das hat auch Struktur, also das ist nicht ganz glatt. Das ist eine Pappverpackung, aber eine einigermaßen stabile. Es ist auch immer ein Spiegel dabei. Man kann es nicht ganz umklappen. Also dann, glaube ich, würde man sich das hier in der Mitte brechen. Und da sind die Farben so. Und wo immer braun und lila mit dabei ist, dann hat man mich eigentlich schon. Das sind so meine Lieblingsfarben. Ich zeige mal die Paletten übereinander. Also das ist jetzt die neue Palette und das ist die schon etwas ältere. Geht irgendwie so ein bisschen in die gleiche Richtung. Man hat so ein paar andere Farben dann immer noch mit drin. Aber beides ein Farbschema, was mir sehr gut gefällt und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die sehr handliche Größe. Wie gesagt, die werde ich ausprobieren. Vielleicht mache ich dann doch mal so eine Indie-Reihe für Leute, die auch sowas interessiert. Das werde ich mal schauen. Ist da was dabei, was euch wirklich interessiert oder wo jemand sagt, ach, das möchte ich gerne mal live sehen, dann schreibt mir das gerne. Dann rückt das in meiner Priorität immer ein bisschen weiter nach vorne. Ansonsten, wenn ich nichts höre, mache ich dann trotzdem ein Video zu. Aber dann halt, das sind dann so Videos, die mache ich, wenn ich wirklich mal Zeit habe und nichts anderes gerade auf dem Plan steht. Und heute kam dann noch meine, ja, nächste Indie-Bestellung. Und zwar habe ich von Kiona Cosmetics bestellt. War wieder sehr gestresst letzte Woche. Da gehe ich dann shoppen. Und ich habe mir diese neue Dragon Fruit Palette bestellt. Da sind auch, ja, Multichrome Settings, Duochromes. Kiona Cosmetics ist ja, glaube ich, bekannt für ihre Multichromes. Also das sind jetzt nichts, was mit Alltag zu tun hat. Die Palette ist richtig schwer. Ist ein großer Spiegel dabei. Das ist so Plastikacryl. Quietscht nur ein bisschen. Und ja, die fand ich sehr spannend. Da sieht man schon, also einmal drüber gestrichen, was das für Farben sind. Und die schorschieren, also der jetzt halt ins Grün, ins Gold. Wunderschön. Da bin ich halt auch manchmal für zu haben. Da war jetzt auch nochmal so ein Pinselset mit dabei. Das sind synthetische Pinsel, die probiere ich dann auch gerne mal aus. Es waren noch 2 Highlighter mit dabei. Ich zeige mal einen davon. Der ist so. Das werden für mich wahrscheinlich, wenn dann, sowieso eher nur Lidschatten sein, weil mir der zu viel Wumms hat. Das wäre jetzt nochmal was, ja, wenn man Fotos machen will oder so, dann bietet sich das an. Für mich ja beim Alltag werde ich das wahrscheinlich nicht ganz so oft tragen.
Aber die wollte ich mal ausprobieren. Und als ich dann schon dabei war, habe ich mir auch nochmal so eine leere Palette gekauft und ein paar Einzellidschatten, die mich angesprochen haben. Die sehen jetzt hier ein bisschen verloren aus. Und das sind die Einzellidschatten, die ich dann noch mitgenommen habe, praktisch aus jeder Richtung, die sie so hat. Also sie hat verschiedene Formulierungen. Habe ich mir da was mitgenommen und da freue ich mich mit rumzuspielen. Das sind alles keine Sachen für so Alltags-Make-up, aber das sind Sachen, da kann ich abends irgendwie was nebenbei gucken und schminke mich und erfreue mich einfach an dem Glitzer und an dem Glimmer. Kliona ist halt auch so eine Marke, man bestellt aus den USA und ich habe jetzt, ich meine, das war schon nicht günstig, also das sind auch keine günstigen Marken. Ich weiß es nicht genau, es hat so über 200 Euro gekostet und ich habe jetzt aber auch nochmal 70 Euro Zollgebühren bezahlt. Das ist dann schon immer ganz happig. Und da bestelle ich auch nicht so oft. Und wenn ich bestelle, bestelle ich halt gleich mehr. Und irgendwie hatte ich jetzt meine Indie-Phase. Ich habe noch bei einer anderen Marke bestellt, aber die Sachen sind noch nicht hier. Und ja, jetzt reicht das dann auch erstmal. Jetzt kann ich da so ein bisschen rumspielen. Dann kommen wir zu Sisley. Die haben ja Liquid Lidschatten rausgebracht. Und ich habe mir 4 Stück davon mitgenommen. Da werde ich so ein kurzes Extra-Video machen. Ich habe nämlich vor dem Video hier, also bevor ich irgendwas drauf hatte, schon mal Eyeswatches gemacht und die alle mal aufgetragen. Das würde aber jetzt hier das Video, das wird eh wieder schon so lang, nochmal sprengen. Da mache ich ein eigenes dazu. Ich bin so zwiegespalten. Also so ganz wundervoll finde ich sie alle nicht. Auch nicht ganz schlecht. Da muss ich nochmal schauen. Die Farben, die ich mir mitgenommen habe, finde ich super. Also ich habe mir 4 Farben mitgenommen. Es sind, glaube ich, 6 Farben. Insgesamt, man hat hier oben das Grün. Das ist auch die Nummer 6. Dann hat man so einen Braunton, das ist die Nummer 5, einen Orangeton, das ist die Nummer 4. Oh, und dann nochmal so einen Rosaton, das ist dann die Nummer 3. Also ich habe mir die letzten Farben mitgenommen. Es gibt noch so einen Champagnerton und ich muss sagen, also so übers komplette Lid aufgetragen hatte ich die meisten Schwierigkeiten tatsächlich mit dem braunen Ton und ja, mit dem Grün auch so ein bisschen. Von daher, also ich bin noch etwas zwiegespalten. Es wird diese oder nächste Woche ein Video dazu kommen, ein kurzes. Da erkläre ich es dann nochmal ausführlich. Ist aber jetzt im ersten Moment nicht die allerbesten. Aber vor allem die beiden dunklen Farben, also das Grün war ein bisschen tricky, wobei ich das, wenn ich das so ausgeblendet und also als Zweitfarbe oder als Verdunklungsfarbe, konnte ich mit dem Grün noch besser arbeiten als lustigerweise mit dem Braun. Da hatte ich richtig Schwierigkeiten. Wenn man es dann so aufgetragen hat, dann bekommt man zwar so ein bisschen von dem Glitzer ab noch, aber ansonsten halten die ganz gut und sie creasen nicht. Ich möchte die aber auch nochmal mit den Lisa Eldridges vergleichen. Deswegen kann ich da noch nicht mehr sagen. Was ich mir auch kaufen musste, ist natürlich von Danessa Myricks das Yummy Skin Blurring Balm Powder. Ich habe das in der Farbe 3. Da ist Absolite enthalten. Und Absolite, also das wurde in Schweden erfunden und das ist ein Stoff, der Feuchtigkeit aufnehmen kann und deswegen soll das einen Blurring-Effekt geben. Man kann das sowohl alleine als über als unter Make-up tragen. Wenn man erstmal reingeht, ist das sehr cremig. Das ist jetzt die Farbe. Und man soll auch ganz wenig benutzen, wie bei den meisten von Danessa Myricks Produkten. Und ich habe da jetzt ein Video gesehen von Xjong. Ich verlinke ihren Kanal unten. Die war auf einer Masterclass mit Danessa Myricks und war dann total begeistert. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich das doch mitnehmen und mal für mich ausprobieren, einfach von der Technologie her. Ich habe mir da auch nochmal neue Pinsel gekauft. Und zwar alle mit der Ausrede, dass ich ja ein Pinselvideo nochmal mit synthetischen Pinseln machen möchte und da einfach zu wenig in meiner Sammlung habe.
Deswegen habe ich mir von Rose and Ben, das ist ja eine Influencerin, die auf Instagram ganz viel macht und der folge ich sehr gerne. Und dann habe ich mir das Pinselset mal mitgenommen und die haben diesen großen Pinsel, den C41 mit diesem Balm benutzt. Und ich gebe das jetzt einfach mal, das ist jetzt fast zu viel wahrscheinlich, nochmal hier so ein bisschen mit drüber. Das gibt halt jetzt in dem Fall auch eine Deckkraft. Das gibt es auch in einer praktisch durchsichtigen Farbe, dass man keine extra Deckkraft bekommt. Und ich habe das gestern schon mal ausprobiert. Gestern war es ziemlich warm und ich war draußen unterwegs und bin doch ganz viel gelaufen. Und da hatte das tatsächlich einen sehr schönen Eindruck gemacht. Und das Produkt soll auch für trockene Haut geeignet sein. Und je nachdem, wie viel man irgendwie schwitzt oder glänzt, arbeitet dieses Epsilite halt dann auch nur. Also bei jemandem, der nicht ganz so ölig ist, arbeitet es einfach weniger, soll aber nicht austrocknen. Und so sieht jetzt die Seite mit dem aus und so ohne. Ich glaube jetzt hier, man erkennt gar keinen so großen Unterschied. Es hat so ein bisschen einen Blurring-Effekt. Die Haut sieht insgesamt ganz gut aus. Also wenn man es auch alleine aufträgt, man kann das auch als Foundation-Ersatz nehmen. Dazu werde ich aber noch mal mehr berichten. Das war einfach ein Produkt, das hat mich interessiert, eben wegen dieser Technologie, die da enthalten ist. Und auch die Pinsel werde ich in dem Zuge insgesamt weiter austesten. Dann habe ich mir noch mitgenommen von Laura Mercier einen Kaviar-Stick in der Farbe Kiss from a Rose. Da habe ich gehört, dass die ganz toll sein sollen, die Kaviar-Sticks. Das ist so ein rosa Ton. Sie hat da ja ganz viele Farben. Den kann ich mal auftragen. Da wollte ich auch noch mal einen Vergleich starten mit denen jetzt von Charlotte Tilbury. Geht auch genauso einfach aufzutragen. Das ist so ein kühler, ja, rosa Ton mit fast so ein bisschen ein lila Touch mit drin. Das gefällt mir ja sehr gut. Also Auftrag geht wunderbar. Nehmen wir doch gleich mal von Rose and Ben so einen Pinsel. Da verblende ich hier die Kanten noch ein bisschen, was ich finde, dass der Stiel sehr lang ist. Wenn ich da jetzt einen Spiegel nah dran halten will, da muss ich auf den Winkel aufpassen. Und das geht toll, lässt sich auch sehr schön verblenden. Das ist halt was ganz Leichtes. Ich gebe das auch nochmal aufs andere Auge. Da kann ich jetzt natürlich nichts zur Haltbarkeit sagen, aber vom Auftrag her und so wie es ausschaut, machen die erstmal einen sehr schönen Eindruck. Lässt sich sehr schön und sehr leicht auftragen. Sieht das erstmal so aus. Perfekt so für den Alltag. Was ich mir auch mitgenommen habe, sind zwei der neuen Hourglass Waterproof Gel Eyeliner. Die haben sie auch in mehreren Farben. Ich habe hier einmal die Farbe Solstice und Forest. Das ist einmal ein Braunton und ein Grünton. Das sind so welche, die man so nach oben drehen kann. Rutsche ich mal hier daneben. Eyeliner, da bekommt man mich auch immer. Sind erstmal sehr weich vom Auftrag her. Und der Solstice, der hat ein bisschen einen Glanz mit dabei. Das fand ich auch spannend. Gerade auch dieses helle Braun habe ich überhaupt nicht. Ich kann ja mal einfach hier nochmal so ein bisschen Liner dran machen. Halt nicht so eine ganz feine Spitze. Aber geht erstmal ganz gut. Mache ich auch auf der anderen Seite. Lassen sich dann auch nochmal so ein bisschen ausblenden auf jeden Fall. Man hat etwas Zeit. Und dann, spaßeshalber, gebe ich mir den grünen mal hier an die Wasserlinie. Das passt jetzt farblich natürlich alles überhaupt nicht. Man malt erstmal auf der Wasserlinie ziemlich gut. So, also das klappt auch hier unten ganz gut. Jetzt, ja, farblich sind wir jetzt so ein bisschen durcheinander. Aber erstmal machen die Stifte einen guten Eindruck von Hourglass. Lassen sich sehr schön auftragen. Dadurch, dass sie nicht anspitzbar sind, wird dann halt auch immer die Spitze so ein bisschen ungenau. Also das sind ja welche zum Rausdrehen.
Das muss man mögen. Für die Wasserlinie und so, da passt das schon ganz gut. Oder man muss halt einfach ein bisschen anzeichnen und dann mit so einem feinen Pinsel reingehen. Dann kann man das auch lösen. Ich mag ja auch gerne Stifte zum Anspitzen. Aber ansonsten ist mir halt auch wichtig, dass die halten. Und das muss ich jetzt noch austesten. Also es sollen waterproof sein. Also die heißen richtig Hourglass Voyeur. Hourglass Voyeur Waterproof Gel Eyeliner. Ich fand halt gerade auch die braune Farbe mal was anderes. Ich habe mir auch noch einen Eyeliner, da war ich letztens bei Douglas mitgenommen, von Chanel, der Le Crayonieux. Die sind wohl umformuliert worden, so wie ich das verstanden habe. Da bekommt man dann auch noch einen Spitzer mit dazu, so einen ganz normalen. Der sieht so aus. Da hat man auf der einen Seite ein Pinselchen mit dabei. Das mag ich sehr gerne. Und das ist jetzt auch ein grüner. Und ich sehe gerade, die haben mir den falschen gegeben. Ich wollte den blauen haben. Naja, dann kann ich den mal neben den von Hourglass swatchen. Ja, nee, das ist grün. Oder ich habe das falsch gesehen in dem Laden und wollte den blauen und habe den grünen. Naja, egal. Also das ist der Black Jade, Black Jade. Der hat so eine schwarze Base und dann so ein ganz dunkles Grün. Der gefällt mir auch sehr gut. Der fühlt sich trockener an als jetzt der von Hourglass. Vom Auftrag her, diese Gel-Eyeliner, die gleiten so ein bisschen mehr. Und jetzt einfach nur so vom Swatch habe ich das Gefühl, dass der ja mehr wie so ein Kohl-Eyeliner ist. Werde ich auch nochmal ausprobieren. Dann habe ich mir dann doch mitgenommen von MAC die MAC Stack Mascara. Da haben alle drüber gesprochen und dann gab es die auch bei Douglas, glaube ich, in so einer Reisegröße. Und dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich sie auch mal aus. Da sieht das bisschen so aus. Ich trage die mal auf. Da finde ich es ja immer sehr schön, wenn es so Reisegrößen gibt. Dann kann man das mal ausprobieren. Macht erstmal einen guten Eindruck. Gibt Volumen und Länge. Nicht ganz so viel Volumen, also gerade hier unten, wie ich das gerne hätte. Und ich denke, ja, ich glaube schon, dass man die sehr gut aufbauen kann. Das heißt, der Stack-Mascara, dass man eben mehrere Schichten tragen kann. Ich bin da immer nicht so der Freund von. Ich mag es nicht, wenn es ganz so klumpig aussieht. Aber die, da reicht mir bei der hier auf jeden Fall so eine Schicht, weil das schon ja sehr stark aussieht. Wenn man da was möchte, was man auch gleich sieht bei Mascara, dann macht die erstmal einen guten Eindruck. Ist jetzt auch nicht ganz so nass. Also ja, ein bisschen trockener könnte sie sein, aber für das, dass ich sie jetzt das erste Mal benutze, Bürstchen ist auch okay. Zwar so ein Plastikbürstchen. Aber hat jetzt ganz gut geklappt. Also so ganz ohne Flecken bin ich jetzt auch nicht durchgekommen. Da warte ich jetzt, bis sie angetrocknet sind. Ansonsten, die macht schon auf jeden Fall was. Also ich habe gleich sehr viel Länge und Volumen drin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob mir das nicht fast zu viel ist oder mir zu unnatürlich wirkt. Aber für so einen etwas dramatischeren Look kann ich mir das durchaus vorstellen. Dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Ich habe beim letzten Mal vergessen zu zeigen, den hatte ich mir auch mitgenommen, von Tarte den Maracuja Juicy Lip Plump. Ich habe den in der Farbe Prime Rose. Das ist so ein Stift, wie sie jetzt alle rauskommen. Der ist hier unten zum Klicken. Also man klickt den hoch. Man kann die immer alle nicht mehr zurückdrehen, weil die so eine Konsistenz haben, dass sie so fast wegschmilzt. Also die würden dem auch nicht standhalten. Ich glaube, deswegen haben das viele Firmen einfach so gemacht. Ich trage den mal auf. Hat erstmal eine sehr cremige Konsistenz, eine feste Konsistenz auch. Von der Farbe, das ist eine schöne Alltagsfarbe. Ich merke jetzt auch, dass es so ein bisschen das Bitzeln anfängt und dass es kalt ist. Also dieser Plumping-Effekt, wenn man das nicht mag, ist der nichts. Fühlt sich auch erstmal gut an. Von der Konsistenz, wie gesagt, das ist so ein bisschen dicker, nicht ganz so dünnflüssig. Ich finde, der hat eine ganz gute Deckkraft. Ich swatch die Farbe nochmal. Das ist die Farbe geswatcht.
ist jetzt auch nichts Bahnbrechendes zu denen, die gerade rauskamen, aber erster Eindruck ist auch hier ganz gut. Dann habe ich im Prinzip das gleiche auch von Hourglass. Die kamen jetzt auch mit genauso Lippenstiften raus. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, weil ich die Umverpackung gerade hier nicht finde. Ich blende es hier ein. Ich habe auf jeden Fall die Farbe Slip 125 und der ist auch im Prinzip das gleiche. Der ist ein bisschen kleiner, also ein bisschen dünner praktisch als jetzt der von Tarte. Sieht einfach so ein bisschen feiner aus und filigraner. Sieht von der Verpackung ein bisschen hochwertiger aus, kostet aber auch dementsprechend mehr. Und der ist auch hier zum Aufdrehen und dann nicht wieder zum Zurückdrehen. Und das ist jetzt die Farbe 125 Slip. Das ist der hier außen. Da merkt man schon, der ist wesentlich dünner. Soll auch so einen Clumping-Effekt haben. Ich mache mal den ab. Dann mache ich mal den von Hourglass drauf. Der schmilzt auch sofort auf der Haut. Man kann immer mit denen nicht ganz so genau malen. Wobei es jetzt mit dem Hourglass etwas einfacher geht, weil einfach da die Auflagefläche kleiner ist. Sonst muss man immer schauen, dann verlaufen die auch mal. Also solche trage ich auch oft mit einem Lip Liner und wenn es nur so ein durchsichtiger ist, einfach damit mir das nicht verläuft. Der hat auch so ein bisschen einen Plumping-Effekt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich noch das von Tarte dem drauf habe, aber ich meine auch bei dem hier einen erkennen zu können. Nichts ganz Schlimmes. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, weil ich so viele jetzt in letzter Zeit getragen habe, sodass mir es nichts mehr ausmacht. Aber wenn man es nicht mag, also der, ich spüre auch so eine Kälte auf den Lippen. Und das ist jetzt die Farbe Slip. Auch sehr schön. Der gefällt mir einen Tacken besser jetzt vom ersten Eindruck, weil der etwas dünnflüssiger ist. Also der ist nicht ganz so dick cremig. Da habe ich nicht so das Gefühl, dass mir zu viel auf den Lippen rumschwimmt. Der fühlt sich sehr schön an. Der gefällt mir im ersten Moment richtig gut von Hourglass. Ich habe auch gesehen, die haben eine spannende Farbauswahl auch. Auch von dem Tarte gibt es mehrere Farben. Die werde ich beide weiter testen. Erster Eindruck ist der Hourglass für mich ein bisschen angenehmer, weil er nicht ganz so dickflüssig ist, also nicht ganz so fest, aber auch der von Tarte ist sehr gut. Nur ich glaube, im direkten Vergleich hat mir jetzt der Hourglass am besten gefallen. So, ich habe euch noch mal kurz näher rangeholt, weil ich euch die Concealer zeigen wollte. Ich hoffe, vielleicht kann man es jetzt hier sehen. Der von Lila B, der bricht mir hier schon so auseinander. Also der macht jetzt im ersten Moment für mich keinen so tollen Eindruck. Dafür hält er mir zu kurz. Ich muss den aber weiter testen. Der von Guerlain sieht dagegen noch ganz gut aus. Hier oben so ein bisschen. Da habe ich aber vorhin sehr viel rumgemacht wegen dem grünen Eyeliner von Hourglass. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen mit den Concealern. So, jetzt wollte ich das Video schon abschließen und jetzt sehe ich hier noch ein Produkt, auch von Givenchy, ein Lipgloss. Das ist ein Rose Perfector Liquid Balm, nennen die sich. Ich habe den hier in der Farbe 011 und den habe ich mir gekauft, weil er so schöne Streifen drin hat und einfach schön ausschaut. Ich glaube, ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er ist, aber der ist einfach sehr schön. Der ist auch sehr schön gemacht mit dieser Givenchy-Kappe. Hier dieses Lederimitat. Also sieht sehr hochwertig aus. Und auch diese Swirls da drin, den gibt es auch in mehreren Farben. Ja, die haben bewirkt, dass ich den mir gekauft habe. Ansonsten hätte ich da wahrscheinlich nicht zugeschlagen. Und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich das jetzt rausziehe, dass ich mir dieses schöne Muster hier kaputt mache. Aber hilft dir alles nichts. Der kommt mit so einem flachen Applikator. Eine sehr spannende Farbe. Das sieht ja schwarz aus. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich mache mal den Hourglass kurz ab. Das sah so ein bisschen, ja, so lila aus auf den Fotos. Aber jetzt auf meiner Hand sieht das ja fast schwarz aus. Guck mal, der hat einen Duft. Oh je. Der ist schon ziemlich dunkel, also der wird dann lila. Ich glaube aber auch durch die dunkle Farbe muss man tatsächlich aufpassen, dass das nicht
fleckig wird. Ich dachte, das ist mal was anderes, aber jetzt, wo ich gar keinen Bronzer und nichts drauf habe, da sehe ich doch jetzt ziemlich tot aus. Da glaube ich, habe ich mich völlig in der Farbe vergriffen. Ich wollte mal was anderes haben. Dachte, bei so einem Lipgloss kommt nicht ganz so was Dunkles raus, aber der färbt schon ganz gut ein. Meine eigenen Lippen scheinen noch durch. Also die Farbe gefällt mir nicht. Von der Konsistenz ist es ganz nett. Das ist barmiger, also nicht ganz so juicy wie die anderen beiden vorher. Hat aber auch einen schönen Glanz. Ist halt gar nicht meine Farbe. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich da noch irgendeine Verwendung für habe. Ansonsten werde ich den wohl verschenken. Da war ich ein Verpackungsopfer und auch dieses Schwarz hat mir so gut gefallen. Ich habe nur nicht gedacht, dass es doch so dunkel lila rauskommt, wie das jetzt hier ist. Deswegen ist das für mich direkt ein kleiner Fail, obwohl da der Lipbalm an sich, der fühlt sich erstmal gut an. Der gibt Glanz. Also da glaube ich, der ist schon ganz gut. Die Farbe ist halt nichts für mich. Jetzt war es das aber mit diesem Video. Vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.